die Ehre. Heute gibt es mal wieder ein kleines Update über die Messe hauptsächlich, aber auch mit diesem Video hier über was Besonderes. Es kam nämlich gestern, lag vor der Tür der Prototypendruck vom Crazy Maneuvers Buch in Englisch. Das ist jetzt quasi fertig. Fertig heißt, also ich zeige es auf der Messe. Wir sind nächste Woche auf das Spiel Essen. Da kann man sich das Ganze anschauen. Liegt auf der Neuheitenschau und liegt auch bei mir am Stand natürlich. Ich habe jetzt zwei Exemplare. Und jeweils in zwei verschiedenen Ausführungen noch, weil ich noch nicht ganz sicher bin, was schöner ist, ob so Drahtheftung oder so eine Leimrückenheftung. Da kann man sich jetzt beides anschauen. Also ich hoffe, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich habe nur den Karton, so die Vorderseite aufgerissen und werde jetzt also hier im deutschen Video auch das zum ersten Mal öffnen, richtig und anschauen. Im Englischen mache ich das gleich, stelle ich es dann nochmal nach, aber sage dann dazu, ich habe es leider schon für die Deutschen schon einmal geöffnet und gezeigt. Also ihr seid die Ersten, die es sehen, mehr oder weniger, je nachdem, wer als erstes das Video hier klickt. Genau. Und da bin ich sehr gespannt. Was noch läuft, sind eigentlich so feinere Textkorrekturen, was ich jetzt halt sehe, wenn mir von den Farben im Layout oder irgendwas auffällt. Wir haben mit dem Buch jetzt noch am meisten Zeit, weil ich natürlich erst alle Bücher fertig mache. Ich habe mit den anderen beiden jetzt schon angefangen. Also damit meine ich die großen, das Crazy Man, also Crazy Maneuvers ist fertig. Dann kommt das World Companion noch dazu, mit den ganzen Welten und so weiter. Und das mit den Creatures, also mit den Kreaturen, mit denen, was lebt, sage ich mal. Klar, dann gibt es noch das Artbook und das ist Kleinkrams, und das Notizbuch, das mache ich in einem Nachmittag im Layout, da ist ja kein Text drin, das ist relativ easy. Darum sind die einzigen Bücher, die wirklich viel Arbeit machen, das sind diese drei. Und während ich die zwei anderen mache, habe ich dann quasi immer noch Zeit, dass wir das dann noch korrigieren. Dann kann ich das rausschicken an die Tester und so weiter und an die Korrekturleser. Dann können die noch mal ein bisschen drüber gehen. Und natürlich die deutsche Übersetzung mache ich jetzt dann auch noch parallel. Genau. Aber es ist vom Textumfang ist es nicht ansatzweise vergleichbar zum Grundspiel. Aber es hat den größten Impact eigentlich fürs Spiel, weil da extrem viele Regelerweiterungen drin stehen, was man verrückte Sachen machen kann, realistischer spielen kann und so weiter. Das zeige ich jetzt. Jetzt schalte ich mal um hier. So kam das gestern an. Das ist jetzt in Augsburg gedruckt. Ob ich das Finale dann auch in Augsburg drucken lasse? Gut möglich, wenn der Preis okay ist. Da habe ich ein Angebot, werde ich jetzt vergleichen. Beziehungsweise dann vor dem Druck. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Das spielt erstmal noch keine so große Rolle, aber bald vergleiche ich das. Genau, da haben wir das Buch. Es sind fast 60 Seiten geworden. Das war ja bloß grob veranschlagt, was es vom Umfang her ist. Ich habe es jetzt halt schön aufgeteilt, wie es vom Layout her passt. Und das sind 52 Seiten, glaube ich, aber ist vollgepackt mit Regeln. So, wir haben jetzt zwei Exemplare da drin, jeweils. Und einmal ist es so eine Drahtheftung, wie man hier sieht, und einmal ist es so eine geleimte Bindung. Jetzt lege ich mal eines von jeder Sorte zur Seite. Es reicht ja, wenn wir eines anschauen. So, wie sieht das aus, wenn man es so anschaut? Na gut, das ist ein bisschen in der Mitte, sieht man, dass es ein bisschen offener ist, weil das so eine Drahtheftung ist. Ansonsten ist da nicht viel um jetzt. Aber ich meine, dass natürlich die geleimte Heftung schöner ausschaut. Ich hatte ein bisschen die Überlegung, ob was sich leichter öffnen lässt. Das schauen wir jetzt gleich mal. Wenn ich jetzt das hier öffne, das ist jetzt die mit Draht. Wenn ich die so öffne und aufschlage, geht gut eigentlich. Bei der hier. Ja. Okay. Die lässt sich natürlich nicht ganz so leicht, wobei es geht schon auch, aber man sieht deutlich, wenn ich die jetzt so aufklappe, machen wir die gleiche Seite. Seite 16 ist sogar fast die gleiche Seite. Dass die nicht so leicht so offen liegen bleibt. Klar, weil das hier so quasi die Seiten kommen gerade raus. Und dann muss man sie biegen entsprechend. Das heißt, die wollen sich gerade legen. Also wenn du es offen liegen lassen willst, dann ist tatsächlich, das war auch der einzige Grund, wieso ich gesagt habe, Drahtheftung ist vielleicht interessant, dass die Drahtheftung einen Vorteil hat deshalb. Weil das halt nicht den Effekt hat, dass es die Seiten immer aufrichtet. Ich kann das hier, wenn ich es jetzt so liegen lasse, ist das mit der Drahtheftung echt besser. Die Seitendicke haben sie auch gleich. Das Material ist gleich. Also, das ist die gleiche Art. Glänzt auch genauso. Ist matt Foto quasi. Also, es sieht ein bisschen leicht glänzend aus, aber nicht wirklich glossy. Das würde anders wirken. Aber so ist es, glaube ich, am besten zum Lesen. Aha. Okay. Weil das war das Ding. Ich dachte wirklich, mit der Drahtbindung haben wir vielleicht diesen Effekt mehr. Klar, es sieht nicht ganz so luxuriös aus, wenn da so kleine Drahtklammern drin sind, wie wenn das jetzt so ein Leimrücken ist hier.
aber es ist von der Handhabung her, also das sieht von außen, sage ich mal, edler aus. Und das ist aber von der Handhabung wesentlich besser. Also würde ich vielleicht sagen, ja, dann gehen wir eher da zu dem, was sich lohnt. Weil ich habe hier keine Drahtheftung, das würde das ganze Ding dick machen, wäre vom Verschicken doof, würde leicht, also ist halt anfällig, da muss man es besser einpacken, bevor irgendwas kaputt geht. Und ich brauche es hier nicht, weil wir haben hier keine so Ausklappseiten. Das ist reines A4-Broschüre, das heißt, das würde so, also es reicht so. So, okay. Tendenziell, erstes Ding, was meint ihr dazu? Leinbindung oder Drahtheftung, was jetzt das Thema angeht. Ich zeige jetzt noch den Inhalt so ein bisschen. Zu dem Thema nehme ich jetzt aber auch das Drahtgeheftete, weil ich es eben leichter zeigen kann. Jetzt gerade mit einer Hand, wenn ich es sonst nicht aufschlagen kann, was besser ist. So, bleibt schon liegen. Das würde ich jetzt mit dem, machst du noch einmal einen Vergleich. Wenn ich jetzt das nehme und die erste Seite aufschlage. Wenn ich es gut, ich kann. Wenn ich da drücke, gut, das ist frisch geleimt, man muss das eigentlich ein bisschen liegen lassen, das kam erst gestern. Da muss man es aufdrücken. Wenn ich jetzt hier irgendwo aufschlage, da muss ich so ein bisschen aufhalten. Ja, dann geht's auch. Aber man müsste hier wahrscheinlich noch, muss ich dann noch mehr Rand, also die Seitenbreite muss ich noch leicht modifizieren, weil ich eben durch diesen Umschlag hier ein bisschen Platz verliere. Das ist bei der Broschüre nicht so. Okay, gut. Also, hier haben wir einen Index. Das ist gleich ganz am Anfang, noch vor den Credits, vor den hier, vor der Infoseite vom Buch, weil habe ich mir gedacht, wenn man das Buch benutzt, man schlägt ganz oft irgendwelche Regeln nach. Ich aktiviere irgendwelche Mods. Genau, das können wir uns hier als Übersicht auch gleich mal anschauen, was hier alles Schönes da ist. Wir haben neue Crew, das ist vordefiniert mit Hintergrundgeschichte. Quatsch, andersrum, das ist hier. Pre-defined Crew Members, was erzähle ich denn? Das ist die Crew mit Hintergrundgeschichten. Das sind die New Crew Backstories. Das sind diese generellen Geschichten, als was man startet. Fürs ganze Team gilt das. Dann haben wir für tieferen Realismus verschiedene Sachen. Ich glaube, wir gehen es im Buch durch. Wäre interessanter noch. Also hier bloß Überflug. Wir haben Horror-Sachen. Wir haben Nightmare Difficulty, also eine höhere Schwierigkeitsgrad. Beziehungen, das ist sehr geil. Wir haben die Space Guild. Wir haben positive Threats, also positive Fähigkeiten dazu noch. Wir haben neutrale, wir haben negative mehr noch. Wir haben Doppelnegative, das sind ganz böse Sachen. Neue Psi-Power, das sind zwei, nee, drei, vier sind es, also ein paar. New Items, neue Waffen und Contracts. Das ist auch sehr geil. Da könnt ihr Versicherungsverträge abschließen, die euch dann helfen. Jetzt gehen wir es mal kurz durch. Das ist dann Fluff über das Buch. Genau. Dann haben wir, das sind dann die Crew Backstories. Da kann man entweder als Charmers, als Old Dogs, die sind sehr erfahren zum Beispiel, Space Tourist oder was auch sehr geil ist, einen Explorer mitnehmen. Da kriegt man quasi Bonuspunkte, je nachdem, was der erlebt. Aber dafür ist der schwer zu handeln, wenn man ihn mit in seinem Team hat. Genau, dann haben wir hier die vordefinierte Crew, da steht dann drin, wie man die ermitteln kann. Man kann abhängig von seinem eigenen Charisma, kann man dann nach einem gezielten quasi suchen, findet aber vielleicht auch einen anderen. Es gibt nicht immer die, die man sucht. Die stehen dann hier alle erklärt. Zum Beispiel haben wir hier, oh mein Gott, wir haben hier Manchi zum Beispiel, steht dann hier mit seiner Story erklärt, mit wie viel, was hat er für Eigenschaften, was hat er für Ausrüstung. Und so sind wirklich zeitenweise an Helden definiert mit Story. Dann haben wir hier für mehr Realismus Assassins, da kann man sich von hinten anschleichen, kann einen killen. Wir haben, man kann craften, also Sachen, Schrott quasi generieren und mit dem Schrott was bauen. Man kann mehr laden. Realistische Sache Verwundungen, das heißt, wenn man Schaden hat, dann blutet man und erleidet mehr Schaden. Also generell sind das alles Mods, man kann beliebig viele davon aktivieren. Wir empfehlen, dass wir quasi, dass man als erstes das Grundspiel spielt, das alles quasi schon mal spielen kann, sage ich mal, oder schon mal durchgespielt hat. Wenn man dann sagt, so jetzt habe ich Bock, aber ich will noch ein paar Sachen irgendwie besser oder anders haben, detaillierter haben, dann kann man hier beliebig Mods dazu auswählen. Genau. Was haben wir hier? Eine RAM-Regel, die ist geil. Ramming Version 483775896,2. Da haben wir, an der Regel haben wir ewig rumgetan, bis das mit dem RAM lief. Das war aber sehr Spaß mit der Version benannt. Realistische Magazine, dass man angebrochene Magazine wiederverwenden kann.
dass man Supply Drops anlegen kann, die dann auf der Map rumliegen und auf einen warten, dass die Obstacles, wo man auf der Karte quasi drüber klettert, das kostet ein bisschen die Aktion. Wenn du dieses Realistic Obstacles machst, dann würfelst du einfach mit dem W20 und dann kann dir jedes Mal irgendwas Abgefahrenes passieren, wenn du drüber kletterst. Du weißt also nie, was das genau für einen Effekt hat. Das macht das alles einfach noch realistischer. Da kannst du mal ein stolperst mal, brichst den Fuß, was auch immer. Schwere Waffen. Das ist auch geil. Horror. Emergency Teleporting. Da kannst du dich quasi im Notfall teleportieren, aber mit sehr lustigen Side-Effects. Da kann alles Mögliche passieren. Wombat Combat. Das ist sehr geil. Aber ich verrate noch nicht so viel darüber. Dann haben wir Nightmare-Schwierigkeitsgrad, da haben wir dann alles Mögliche, eine Anti-Min-Max-Regel, Cannonball Rush, da muss man sich sehr beeilen. Heavy Breathing, das ist vom James, von meinem Cheftester mit die Lieblingsding, da ist es schwer zu atmen, also der Sauerstoff ist wesentlich schwerer zu handeln. Höhenbrüche im Raumschiff, Mine-and-Laser-Effekts, das heißt, dass da noch mehr passiert. Moral ist auch sehr geil, deshalb hast du ein Attribut, das Moral heißt, da musst du quasi dann aber aufpassen, dass die Leute nicht in Panik ausbrechen und davonlaufen. Lauter so Sachen. Relationships ist geil, da kannst du dann quasi zwei Crewmitglieder, habe ich vorhin schon mal im Hals, bin gerade erst aufgestanden, muss immer noch frühstücken. kannst du zwei Crewmitglieder miteinander verbinden? Das können auch Männchen, Männchen oder wie auch immer, das geht jetzt noch nichts Sexuelles, als Team quasi, wie Freunde bis zur Beziehung, sage ich mal. Und dann haben die besondere Fähigkeiten, Rücken an Rücken, Fighting und so weiter. Allerdings muss man auch was dafür tun, weil am Ende können sie sich sonst vielleicht wieder trennen. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass du dann sagst, okay, ihr könnt eine Bierparty machen. Ihr könnt Recreating Drugs. Relationships ist auch geil, also shoppen gehen für die Holde oder den Holden, um die in Laune zu bringen. Das ist interessant. Die Space Guild, die kommt mit Missionen quasi, die du nach dem Space Combat machen kannst. Verschiedene, die du aussuchen kannst, nach verschiedenen Rängen. Und am Ende gibt es hier besondere Mods und besondere Waffen, die es wirklich nur bei der Space Guild gibt. Da gibt es ziemlich krasse Sachen, von Cluster-Torpedos über Sachen, die die Crew dann von anderen Schiffen quasi beschädigt. Waffensystem meine ich. Psi-Powers neue, da gibt es, Moment, das kommt hier nachher, das ist beides zusammengefasst. Erstes sind die Threats. Positive, zum Beispiel eine AI, die fängt mit 111 an, aber tut dann jeden Level um 1 hochsteigern, und zwar auf ein Attribut. Also das verhält sich dann ganz anders. Ja, da gibt es so viel von Meditieren, von Eclair ist geil. Da kann dann irgendwann ein Ei legen, wenn du die Fähigkeit hast. Und dann kommst du quasi zurück und bist besser und stärker. Aber verlierst eine Runde, musst du quasi aussetzen. Das ist auch abgefahren. Mein Gott. Mercenary, neue Items. Das ist auch geil. Life Drain, das ist eine neue Psykraft. Da kannst du jemandem Lebensenergie absaugen. Items, Waffen. Die Contracts ist geil. Da kannst du dann einen Vertrag abschließen am Anfang der Runde hier. Zum Beispiel Emergency Meat Sack. Da kannst du dann hergehen. Gunfire and Rockmusik. Hey Commander, tired of your grunts falling after just a shot out to the head. Had enough of recruiting replacement drones for your world domination plans. Jetzt muss ich tatsächlich abbrechen. Irgendwie habe ich meine maximale Aufnahmezeit erreicht am Handy. Egal, ich schneide zusammen. Also hier ist ein kleiner Cut gewesen. Ja, da geht es darum, wenn quasi deine Helden sterben, dass du dann Backup kriegst. Dann schicken sie dir quasi umsonst einen Backup-Soldaten. Aber es gibt verschiedene, dieses Emergency Meat Sack, wie der Name schon sagt, also der Notfall-Fleischsack, da schicken sie dir halt irgendeinen Klon, der halt zwei Attribute schlechter, ein Level schlechter. Also das heißt, du kriegst einen Ersatz von den gefallenen Soldaten, der ist aber, naja, ziemlich doof, sage ich mal. Der Emergency-Klon ist dann zum Beispiel schon wesentlich besser, aber die kostet dann drei. Dieses Emergency Meat Sack kostet nur eins. Und das geht folgendermaßen: Wenn du die in der Runde eins kaufst, dann ist das der Basispreis. Dann kostet dich die Versicherung nur eins. Und wenn du sie verlängerst, bleibt der Preis. Also jede weitere Runde nur eins. Wenn du sie in der Runde zwei kaufst, dann kostet die bei Runde zwei das Doppelte. Das heißt, je früher du die Versicherung abschließt und desto länger du sie laufen lässt, desto günstiger kommt dich das. Und die kostet zum Beispiel 3, aber dafür kriegst du natürlich einen ganz anderen Service. Also man muss ja immer überlegen, was brauchst du, was lohnt sich. So, die ganzen Contracts. Das Contracts, genau. Und am Ende haben wir hier noch einen
hier geht's los. SpaceTube Streamer. Da hast du quasi einen dabei, der filmt für YouTube oder für SpaceTube. Und du musst dafür den Sachen erledigen. Dann ist das Publikum aus dem Häuschen. Das heißt, du kannst dann hierher gehen und kannst sagen, einen Speedrun zu machen oder Sleepy Time. Du kannst, haben wir ein interessantes hier. Epic Giveaway, du kannst einen Schatz, den du gerade gekriegt hast, kannst du wieder herschenken, für die, also verlosen für die Audience, für die Zuschauer, wenn du Leute verlierst, wenn du einen feuerst, und es war immer nur einmal pro Turn, und dann kannst du das quasi abhaken und dann kriegst du dann am Ende einen Bonus, je nachdem. Kann auch sein, dass du quasi einen Shitstorm lostrittst, wenn du nicht gut genug bist und der lauter Minuspunkte hat, dann ist es so langweilig, dass die Leute sauer auf dich sind. Und dann kommt er nicht nur nicht wieder mit, sondern du kannst dann, du bist dann quasi gehatet. Dann musst du den Jobs mehr bezahlen und so weiter. Und das habe ich für euch gleich mit dazu gemacht, dass ihr diese Checklist, das ist das Einzige, wo man eigentlich schreiben kann oder ja, wo es nicht unpraktisch ist, das könnt ihr euch rauskopieren, dann ist die Seite wirklich in weiß. Das ist im Prinzip das hier zusammengefasst, dass ihr die Checkliste habt, was der schon erfüllt hat. Genau, und jetzt sehe ich hier das einzige Ding, dass hier so ein weißer Streifen dran ist. Wieso auch immer. Ist da, aber wahrscheinlich, weil das die Nachbarseite war. Das ist die Mitte. Aber das tut jetzt hier einmal stürzt nicht. Und zweitens ist es jetzt nur für den Prototypendruck, also für den finalen Druck. Dann macht man da natürlich noch ein Testmuster. Jetzt wird erstmal noch Korrektur gelesen und so weiter. Kein Thema. Genau, das war's. Ein Haufen Regeln. Es ist Text, gut, es ist auch Fluff dabei für die Helden und so weiter, aber der Impact fürs Spiel ist echt groß von dem Buch. Das ist das kleinste Buch mit der größten Auswirkung, sage ich mal, auf das Standardspiel. Genau, da steht noch so ein bisschen erklärt, um was es geht, mit einem Fluff-Text. Der EAN-Code kommt hier noch hin, da ist dieser Bestellcode noch. Genau, das ist Crazy Maneuvers. Und die anderen habe ich schon angefangen in der Planung. Jetzt ist nur erstmal Messe, da geht nicht viel. Genau, und zum Abholen, ihr könnt euer Spiel auf der Messe abholen, definitiv. Also lest den Text hier in dem Update. Ich schreibe noch ausführlich dazu, wie was genau geht. Genau, aber dazu dann im Update. Also dann, ciao.